wie schön mal wieder Wochenende zu haben. Ich habe keine Lust die ganze Zeit auf Lernen und sowas. Ach, was ist da denn? Ein Drink? Ja, den hole ich mir mal ganz schnell. Oh, lecker. Das werde ich jetzt unter Banane, Ananas oder lieber Himbeere und Erdbeere. Ich glaube, ich nehme Banane und Ananas. Fertig. Oh, lecker. Bananen-Ananas-Drink. Okay, ich bezahle eben. Und dann gehe ich mal in dieses kleine Lädchen da. Bitte schön, das Geld. Danke sehr. Genießen Sie Ihren Drink. Ja, werde ich machen. Sehr lecker. Wo soll denn jetzt die Flasche hin? Ach, gib sie mir einfach. Okay. Und jetzt ab in den Laden. Ich habe ja noch genügend Geld. Boah, gibt's hier Leckereien. Da ist zum Beispiel eine Bonbon-Tüte im Regal. Was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme auf jeden Fall einen Donut. So, ich kaufe jetzt diesen leckeren, saftigen Donut mit Schokofüllung. Bitte sehr, das Geld. Danke sehr. Genießen Sie Ihren Donut. Das mache ich. Jetzt erstmal frische Luft schnappen und den Donut holen. Oh, schmeckt das gut. Oh, das war lecker. So, dann gehe ich mal nach Hause. Meine Mutter wartet bestimmt schon. Hallo, wie geht's Ihnen? Ich nehme dich mit als Geisel. Aber als erstes muss ich den Laden überfallen. Ich kette dich jetzt hier, genau hier, an die Wasserrinne. Und du läufst nicht weg. Jetzt bist du festgebunden und jetzt zeige ich dir, wer ich wirklich bin. Der bin ich wirklich. Der Teufel. Nein, bitte nicht. Geld, ich komme. Ich muss die Stricke loskriegen. Ich krieg keine Luft mehr. Er hat das so eng gemacht. Hoffentlich kommt gleich jemand. Hey, warum ist da ein Junge an der Wasserrinne gekettet? Den muss ich losbinden. Puh. Alter, vielen Dank, Sir. Oh, jemand hat mich festgebunden. Der heißt Dr. Devil und ich ist jetzt in dem Kleinwarenladen. Sie müssen ihn aufhalten und die Polizei rufen. Okay, mach ich. Hier, Lautsprecher, dann kannst du mithören. Ja, hallo? Officer Paymo City? Wer ist am Apparat? Hallo, hier ist Klaus Meyer am Apparat. Jemand ist, ein kleiner Junge auf jeden Fall, ist an einer Wasserrinne festgebunden. Sie müssen schnell kommen, weil der Einbrecher, der ihn festgebunden hat, ist gerade im Kleinwarenladen und wird gerade überfallen. Okay, melden Sie Ihren Standort. Wir sind. Ach, wie heißt das hier nochmal? Der Kleinwarenladen, Playmo City. Ja, ach, ich weiß schon. Wie Sie waren. Ich bin in 5 Minuten da. Okay, schnell, schnell. Okay, auf Wiederhören. Tschüss. Oh nein, ich habe was gehört. Ich glaube, er wurde K.O. geschlagen. Jetzt nimmt er wahrscheinlich das Geld und haut ab. Die Polizei muss schneller kommen. Haha, ich bin fündig geworden und jetzt nur noch abhauen. Komm, Kumpel, wir müssen ihn überwachen und aufhalten, wenn er flüchten will. Weil, ja, bis die Polizei eingetroffen ist, ist er wahrscheinlich schon weg. Also. Wir passen jetzt auf, damit er nicht abhaut, ja? Okay. Okay, zum Glück, er ist noch nicht draußen. Die Polizei! Endlich, jetzt können Sie den Gangster festnehmen. Guten Tag, Sie haben mit mir gesprochen. Der Gangster ist wahrscheinlich noch drin. Wir haben auf jeden Fall alles überwacht. Und er müsste noch drin sein. Und dann kommt er gleich raus, okay? Achtung, die Tür geht auf. Officer Playmore City.
Wer ist da? Was? Plymouth City? Das ist doch die Polizei. Ja, das SEK. Hallo, Dr. Devil. Emil. Du hast dich befreit? Mit meinem Kumpel, Klaus. Oh Mann, die Polizei. Warum hast du die Polizei gerufen? Ist doch jetzt egal. Das brauchen sie für das Protokoll. Und sie werden jetzt festgenommen. Och Mann, diese blöden Kinder. Wären die nicht gewesen, dann hätte ich damit locker durchgekommen. Warum sollen die überhaupt Diebe jagen? Sollen sie eigentlich nicht. Aber gut, wenn sie mal jemanden geschnappt haben, ne? Jetzt haben wir dich, Dr. Devil. 20 Jahre Knast. Och nö. Danke nochmal, Emil und Klaus, dass ihr Dr. Devil geschnappt habt. Ja, weil wir suchen ihn schon seit Monaten, haben ihn aber nicht bekommen. Und wenn ihr den dann geschnappt habt, in kürzester Zeit. Also, Respekt auf jeden Fall. Danke vielmals. Ich werde jetzt mit dem Heli natürlich zur Polizeistation fliegen. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Okay, tschüss. Tschüss. Ja, Klaus. Das war ja richtig gut, ne? Haben Verbrecher geschnappt. Ja. Hier, ich habe einen Vorschlag, Klaus. Willst du mit mir mal essen gehen? Also bei uns zu Hause, ne? Da backt meine Oma gerade einen Apfelkuchen. Und den wollten wir essen. Aber sie macht ja immer einen größeren Apfelkuchen, weil es ja allen schmeckt. Aber den essen wir jede Woche einmal und dann bleibt immer die Hälfte des Kuches übrig. Möchtest du mal mit uns essen? Ja, gerne. Um wie viel Uhr? Und wann? Ja, ich würde sagen, Freitag passt ganz gut. Vielleicht 14.25 Uhr. Ja, super. Dann bin ich gerade vom Friseur zurück und brauche immer eine Stärkung. Okay. Dann bis übermorgen. Ja, okay. Tschüss. Das war die Folge Gangster im Supermarkt geschnappt.